Schiedsrichter pfeift die Partie an. Es geht los. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das war nur ein kurzer Angriffsversuch. Der Gegner ist wieder am Ball. Cristiano Ronaldo. Ein Traumpass. Und jetzt! Ja, mit dem Fuß zu zielen, das ist schon verdammt schwer. So sieht ein Pass aus. Jetzt müsste die Flanke kommen. Sicher in der Ballbehandlung. Da wird der Trainer zufrieden sein nach dieser Abwehraktion. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Jetzt! Der ist drin! Stark gemacht. Ein sehr schöner Pass. Raúl Meireles. Ein herrlicher Pass. Diese Flanke bringt keine Gefahr. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Guter Angriff, aber nur im Ansatz. Der Gegner ist bereits wieder da. Cristiano Ronaldo. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Achtung, er macht Tore in Serie. Wunderbar herausgespielt. Schuss und... Und das macht er richtig gut. Da fehlte die richtige Dosierung. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Torchance entwickeln. Raúl Meireles. Er hat den Ball sofort verarbeitet und er verzieht. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Das sieht gut aus.
Toller Pass. Er attackiert ihn. Er will den Ball. Ja, der Pass kommt an. So sieht das der Trainer gern. Und jetzt kann der Torwart sich gleich den Ball zum Abstoß zurechtlegen, denn der Ball war im Tor aus. Raúl Meireles. Sie haben eben viele technisch gute Leute. Das merkt man bei diesen Kombinationen. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Schöner Pass. Jetzt schießt er. Und Elfmeter. Keine Diskussion. Das hat er ganz locker gemacht. Ja, das wirkte fast schon lässig. Cool. Wird der Trainer jetzt reagieren? Normalerweise muss er die Abwehr jetzt ein bisschen umbauen. Denn da hat er schon zwei Tore gemacht. Also, das sind Millimeter, die hier dafür sorgen, dass der Ball doch noch ins Netz geht. Genau gezielt. Und der kommt genau an. Flanke wie aus dem Lehrbuch. Da freut sich der Trainer. Ja, will er aus dieser Distanz etwa ein Tor schießen? Da wird er sich ärgern. Das sind ja Meter, die der Ball da übers Tor geht. Raúl Meireles. Der landet irgendwo im Nirgendwo, rollt über die Seitenlinie. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Ja, so kann es weitergehen. Wenn Sie jetzt noch ein bisschen schneller kombinieren, dann finden Sie auch die Lücke. Jetzt zieht er ab. Erstmal nur abgewehrt. Das sieht nach einer komfortablen Führung aus, kann sich aber schnell wieder ändern. Zur Pause 2:0. Schöne erste Halbzeit und es gibt was zu bereden. Ja, der Elfmeter war quasi der Höhepunkt, aber auch der Streitpunkt in dieser Partie bisher. Brillant gemacht. Ein wunderschönes Zuspiel. Das ist schon klasse, wie der Verteidiger da hinten steht. Gut gemacht. So sieht ein Pass aus. Der könnte passen. Und da geht er vorbei. Aber der Pass war wunderbar. Der hat die Chance überhaupt erst möglich gemacht. Klasse Zuspiel. Freistoß. Das hätte ein sehr gefährlicher Angriff werden können. Das taktische Konzept ist aufgegangen, aber ein frischer Mann kann niemals schaden. Das kennen wir, die Mauer geht einen Schritt mit dem Kopf. Abgewehrt. Achtung, Kopfball. Sie verzweifeln. Ganz knapp daneben dieser Ball. Ach, der muss eigentlich passen. Der muss sitzen, der Kopfball. Souverän ist anders, aber immerhin geklärt. Da zerstört er diesen Angriff und was passiert? Der Ball ist gleich wieder beim Gegner.
Ja, das könnte was werden. Und das ist das Tor. Was ist das für ein schönes Tor gewesen, Butschi? Ja, das ist der Flachschuss aus dem Lehrbuch bei der Deutschen Sporthochschule in Köln. Sensationell. Und hier nochmal die Situation aus dem Lehrbuch. Genau da musste der Ball hin. Unhaltbar. Super. Das ist ein sehr schönes Passspiel, was wir hier jetzt sehen. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Cristiano Ronaldo, gehalten. Jetzt aber ein Kübel Ironie. Ein Wunder, ein Wunder. Da wird der Trainer zufrieden sein. Und der spielt ab auf die Außenposition. Das ist es. So stoppt man einen gegnerischen Angriff. Cristiano Ronaldo. Sicher in der Ballbehandlung. Sauber geklärt. Mit all seiner Routine, mit seiner ganzen Ruhe in dieser Situation klärt er da. Stark gemacht. Und Achtung, genau hingeschaut. Und per Kopf. Ja, und den hält er auch noch fest. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Ganz, ganz weit weg vom Tor und trotzdem ein klasse Schuss. So kennen wir ihn, den Cristiano Ronaldo. Der hält auch aus der Ferne drauf. Der Gegner sollte nicht darauf bauen, dass er eine solche Chance das nächste Mal ebenfalls vergibt. Genau so ist es und das heißt, sie müssen ihn in solchen Situationen natürlich zustellen. Beide Trainer haben sich dafür entschieden, jetzt nochmal auszuwechseln. Ein sehr schöner Pass. Gut angenommen und behauptet. Oh, eine wunderschöne Traumkombination. Schön mit dem Kopf. Raúl Meireles. Gut getimt, mit feinem Gefühl, ein feiner Pass. Mit der feinen Klinge sozusagen gespielt. Und schon, guck mal hin, direkt vor dem Tor abgeblockt. Raúl Meireles. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Und das macht er richtig gut. Und die Situation ist bereinigt. Cristiano Ronaldo kämpft um den Ball. Ja, tolle Chance. Wer kann sich hier am Ball durchsetzen? Und mit einem weiteren Treffer können sie das Spiel jetzt entscheiden. Raúl Meireles, ein Traumpass. Das sieht gut aus. Und der kommt genau an.
Ja, da muss man viel resoluter. Und jetzt! Und da ist er förmlich vom Bogen geschnellt per Hecksprung und kann den Ball noch abwehren. Da freut sich der Trainer. Und es gibt sie doch noch, die letzte Chance, um zum Ausgleich zu kommen. Wenn er den Freistoß nicht gibt, dann haben sie einen Freifahrtschein. Cristiano Ronaldo. Das war knapp. Das Endergebnis 2:1. Wir haben über die Höhe des Sieges diskutiert. Pustekuchen. Ja, das war deutlich enger, als man das erwarten konnte, Manni. Also das war eine richtig enge Kiste. So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Manni Beugmann sagt auf Wiedersehen. Tschüss, bis die Tage.